durch den Deutschland bis ins Herz verwüstet werden sollte. Am folgenden Morgen kamen einige Reporter. Michael, der auch in der dunkelsten Stunde während seiner Flucht durch das besiegte, zusammengebrochene Frankreich nicht eine Sekunde an den Endsieg Hitlers geglaubt hatte, sagte zu den Reportern: Hitler wird nicht die Welt besiegen, die Welt wird Hitler besiegen. Während der Fahrt nach Hollywood sah Michael ein paar hundertmal ein und dasselbe Städtchen. Alle mit Benzinstation, Drugstore und Kino. Es war, als hätte ein Städtchenfabrikant ein paar hundert Stück fabriziert